Hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Okay, ich habe es euch im letzten Video schon mal oder im Video, naja, ich habe es euch schon mal angeteasert. Ich war auf Kleinanzeigen. Jetzt heißt es Kleinanzeigen, früher hieß es eBay Kleinanzeigen. Für mich ehrlich gesagt, irgendwie gesprungen, kein Klick geschmissen, aber egal. Auf jeden Fall war ich da. Und hab mir ein paar Sachen gekauft. Ja, ein paar Sachen. Ich habe sie betrieben. Ich bin schon seit Jahren, auf der Suche nach einem MacBook. Das irgendwie, ich wollte, es sollte nicht zu aktuell sein, es sollte nicht zu teuer sein, es sollte genügend Speicher haben, es sollte dies, es sollte das, es sollte noch jenes haben. Und dann habe ich auf jeden Fall immer gesucht und habe immer weiter überlegt und war einfach immer auf der Suche. Und dann vor kurzem war es dann so, dass ich eins gesehen habe. Und dann dachte ich so, okay, ja, ich habe ein bisschen was gespart. Und dann habe ich halt so gesagt, okay, ich guck mal. Und habe dann eben habe den Verkäufer angeschrieben, habe gesagt, hallo und überhaupt, und ob es noch da ist und sowieso. Und dann ging es so puff, 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 puff und plötzlich hatte ich dieses MacBook in der Hand und ich dachte so, ups. Und dann war so die erste schockierende Erkenntnis, es hat ja gar keinen USB-Eingang mehr, sondern bloß noch so diese USB-C. Und dann habe ich noch einen Adapter dazu gebraucht und ja. Aber auf jeden Fall, ich bin mit dem Teil sehr zufrieden. Und es wird mir im Sommer, wenn dann die richtig heißen Tage kommen, wird es mir helfen, weil dann plane ich darauf zu arbeiten, weil so ein bisschen Streaming und so ein bisschen Internet und so, das wird das dann schon können. Und da möchte ich so ungern die Türme anmachen, weil es eben für die schädlicher ist. Ja, und dann habe ich jetzt aber eine Geschichte, die ist irgendwie auch so typisch ich. Also. Es gibt diese Assassin's Creed Spiele und ich liebe die, weil da kannst du Geschichte hautnah erleben und ja. Und dann habe ich halt zufälligerweise, es war bei mir auf der Seite, habe ich gesehen, dass es gerade für 5 Euro dieses Spiel gab. Und dann dachte ich so, okay, ja, cool. Und dann habe ich den Verkäufer angeschrieben, habe ihn gefragt, ein paar Fragen gestellt. Und dann kam aber der Punkt, wo ich gefragt habe, würden sie es denn auch bringen? Und dann hat er so gesagt, nein, mache ich nicht. Da war ich so, okay, schade. Habe ich das Spiel erstmal wieder aus meinem Kopf rausgetan und habe über andere Dinge nachgedacht. Und dann kam aber das Spiel wieder in meinen Kopf und ich dachte so, ich würde es eigentlich schon gerne haben. Und dann habe ich gesehen, dass er noch andere Sachen verkauft, nämlich ein Geschirrset, eine Küchenmaschine und Kopfhörer. Und das alles zusammen wäre dann ungefähr bei 30 Euro und allein das Spiel ist schon so um die 90, also so um die 60 so oder 30 wert. Also dachte ich mir, okay, dann schreibe ich ihm und frage, wenn ich alles nehmen würde, ob er dann liefern würde. Dann hat er gesagt, ja, wenn ich alles nehme, dann wird er auf jeden Fall liefern und ja. Okay, dann ging es weiter, dann habe ich halt, oh Gott, ich muss da hinten mal abstauben. Entschuldigt, ich sehe gerade einen riesen Staubfront vor mir, so hinterm Fernseher. Sorry. Das ist so richtig auffallend, wenn man so das erste Mal für ein Zimmer so verantwortlich ist. Ich meine, ich gehe immer übers Regal und mache den hier, ob schon Staub drauf ist, aber bisher noch nicht. Und auch hier bei meinem Einbauschrank ist nichts. Oh, ich habe vergessen. Ja, wer so einen schönen Einbauschrank hat, muss ihn auch zeigen. Jetzt habe ich 2 Videos vergessen. Den Spruch bringe ich so gerne. Ja, auf jeden Fall. Ging es dann so weiter, dass ich halt dann doch mit meiner Mom noch geredet habe. Also, ja, und habe sie dann gefragt und sie hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall das Geschirrset, auf gar keinen Fall die Küchenmaschine. Da habe ich halt nochmal geschrieben, ja, also Entschuldigung, es ging jetzt doch nur um das Spiel, weil das andere Zeug darf ich nicht oder maximal noch die Kopfhörer. Dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, okay,
das Spiel ist ja aber reserviert und da habe ich so gefragt, ja wie? Und dann hat er so gesch hat er gesagt, geschrieben, ja, er hat es auch noch auf eBay, hat mir den Link und ich könnte ja da mitbieten. Also habe ich dann auf eBay mitgeboten, habe dann aber mir selbst ein Limit von 10 € gesetzt, weil ich gesagt habe, mehr gebe ich dafür nicht aus. Dann habe ich gewartet und dann habe ich tatsächlich das Spiel ersteigert. Dann war es so, dass ich dann zurückgeschrieben habe, ja, hallo, also wir haben ja dann abgemacht, dass er das bringt und so und überhaupt und sowieso. Und wie wir das jetzt dann machen. Und dann hat er dann mir geschrieben, also es geht um die Kaffeemaschine, es geht um die Teller und es geht um das. Habe ich geschrieben, ja, aber meine Mom, also irgendwie, dann hat er dann noch gesagt, hat er irgendwie geschrieben mit, ja, die Kaffeemaschine und die Teller, wo ich dann geschrieben, ich habe dann geschrieben, ja, die Kaffeemaschine und die Teller darf ich doch nicht. Und dann habe ich halt, was dann aber sich überlappt hat, dummerweise, er hat dann nämlich geschrieben, ja, also geht das dann alles in Ordnung. Da habe ich geschrieben, meine Mom hat zu mir gesagt, es tut mir leid, es ist nicht erlaubt, also ich darf das nicht. Bezogen auf meine vorherige Nachricht mit dem Text, die Kaffeemaschine und die Teller. Er hat es dann auf alles bezogen und ist sofort pisst worden. Aber so richtig, also der war richtig, der ist auf 180 € sofort. Hat dann zu mir geschrieben, ja, dann zahl sofort auf eBay, das zahlt Geld, die 7,50 € und dann, oder ich melde dich. Dann hab ich halt nochmal den Text durchgegangen, weil das war so ein schneller Switch. Und habe dann halt nochmal geschrieben, oh, Entschuldigung, es gab ein Missverständnis, da ist ein Text übereinander gekommen und den habe ich nicht gesehen. Ja, es ginge um das Spiel, den Kopfhörer und die Kaffeemaschine. Dann habe ich halt gesagt, gut, dann nehme ich die halt jetzt doch zu meiner Mom. Und ja. Habe ich mich zweimal entschuldigt, dann war er dann auch so, dann war er dann aber auch nicht irgendwie dann noch so, dass er irgendwie böse oder so war. Dann hat er halt zurückgeschrieben, okay, also dann würde er mir Folgendes anbieten: die Kaffeemaschine, den Kopfhörer, das Spiel plus Lieferung für 30 und das Teller und die Teller also das Geschirr würde ich für umsonst dazu geschenkt bekommen. Da habe ich zu meiner Mama gesagt, Mom, wir kommen nicht um die Teller rum, sonst kriege ich mein Spiel nicht. Also ja. Und dann haben wir vereinbart gehabt, dass er mir nochmal schreibt, an wann er denn am Sonntag dann kommt. Und ja, dann habe ich dann darauf gewartet und gewartet und dann irgendwann, er hat sich nicht mehr gemeldet, nichts. Und dann habe ich halt dann irgendwann geschrieben, wann würden sie denn dann kommen? Dann hat er gemeint, ja gut, am Sonntag 18 Uhr. Dann war es Sonntag 18 Uhr, er ist dann auch vorbeigekommen, hat es gebracht und meine Mom hat mir dann sofort angerufen und gesagt, das Zeug riecht furchtbar. Es stinkt. Und dann habe ich so gedacht, Pist. Hat meine Mom gesagt, sie würde es gerne rausstellen. Habe ich meine Mom falsch verstanden, so rausstellen, auch über Nacht. Dann habe ich gesagt, nein, 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 auf gar keinen Fall über Nacht, sonst kriegst du noch Füße am Ende. Und dann hat meine Mom so gemeint, ja, sie hat ja nicht von Nacht gesprochen, sondern von jetzt. Und dann wird sie es jetzt rausstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann stellen wir es raus und lassen es lüften. Und ja, und ich gucke es dann, wenn ich dann Treppen wieder steigen kann, weil ich konnte ja, wie gesagt, auch die letzten Tage nicht laufen. Dann gucke ich es an. Und dann, nee, ich habe dann gesagt, ich komme dann später, weil da konnte ich noch laufen. Und dann bin ich auch runter und habe dran gerochen. Aber es hat dann nicht nach Rauch gerochen, sondern tatsächlich eher so nach Parfüm. Extrem viel Parfüm. Dann habe ich einen Teil davon habe ich dann halt genommen, das Spiel und die Kaffeemaschine, und habe es hochgetragen und habe es auf die Treppen. Dann kam halt wieder so ein Knall. Ich konnte dann jetzt 5 Tage nicht richtig laufen, nicht reden, nichts, auch nicht essen. Da habe ich mich erstmal meiner Genesung, wie man so schön sagt, dann versucht zu widmen. Und habe dann, aber als es dann wieder besser war, bin ich dann auch sofort raus, also in unserem runter zu den Treppen, habe das geholt, habe es mir mal angeguckt und habe folgende Sachen dann festgestellt. Also zum Glück, innen drin riecht das Zeug alles nicht so schlimm. Also die Verpackungen riechen furchtbar.
Aber eine der Tassen ist leider schon kaputt gewesen. Also die war von Anfang an dann, die war dann nicht kaputt, die war nicht mehr heile. Was schade ist, aber für mich reicht es trotzdem, weil es sind trotzdem 5 Tassen und wenn meine Eltern plus dann zum Beispiel jetzt noch mein, plus ich plus noch meine Zweiteltern sind 5 Leute, dann hat man auch das. Das ist genug. Schade ist, dass jetzt zum Beispiel, selbst wenn meine Oma dann auch noch eine Tasse haben möchte, dass die dann keine hätte. Aber ich denke, wenn ich dann an meinem Geburtstag vielleicht bei meiner Oma feiere, was echt noch ein Riesen vielleicht leicht ist, dass ich dann vielleicht so mache, dass ich die Tassen dann, dass ich eine andere nehme einfach und dass die anderen alle die Tassen kriegen und ich dann einfach nur den Teller und das. Ich habe nämlich noch eine schöne I love myself Tasse. Die kann ich ja dann an dem Geburtstag nehmen. Ich meine, ist ja nicht so, dass man da an dem Tag das nicht mal sagen darf. Ja, und dann die Kaffeemaschine, die ist mega eklig. Also ich würde die nicht anschmeißen für mich selber. Und also die ist jetzt, die ist nicht so dreckig. Also die ist wirklich, die ist okay, sauber und so. Aber allein der Gedanke, dass die irgendwie benutzt ist und man sieht es dann doch, es ist doch, wenn man leider meine Wahrnehmung hat, sieht man es dann. Und deswegen habe ich dann zu meiner Mom gesagt, ja, dann tun wir sie ins Hausinventar. Dann kommt sie halt in die, für die Mieter und dann können die sich da Kaffee machen. Und ich zähle die Kanne für mich als Geschenk. Kopfhörer, die sind so sauber. Also da sind, wenn man da mal mit einer Fusselbürste über die Dinger drüber geht, ist die auch sauber, aber die ist eher für Fernseher gedacht und die ganzen Kabeleingänge, die die braucht, hat mein Fernseher gar nicht mehr. Ja, praktisch. Also haben wir gesagt, die übernimmt mein Papa, die lassen wir jetzt auslüften und wenn meine Eltern haben oft so unten das Problem, dass mein Papa seine Serien guckt und dann nichts versteht, wegen Schall und meine Mom es in der Küche jedes Wort versteht und wahnsinnig wird davon und deswegen habe ich dann gesagt, ja gut, dann auf lange Frist kriegt Papa den Kopfhörer, dann kann er sich den aufsetzen und Mom hat dann ihre Ruhe und er kann in Ruhe seine Serien gucken. Ja, und ich habe das Spiel. Und das Spiel ist tatsächlich von der Verpackung und allem wie neu. Also da habe ich richtig Glück gehabt. Und ja. Das ist, also ich finde das jetzt, das ist in Ordnung. Und ich habe jetzt das Geschirrset und das Spiel und das reicht mir völlig. Also ja, auf jeden Fall, das war mein letzter eBay-Einkauf. Mal wieder eine Erfahrungsgeschichte an euch. Und ja. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.riechmeidoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt was und eine schöne Woche noch. Bis dann. Tschüss. Ups, wartet. Das ist die Fernbedienung.